Wir wünschen uns immer, dass das Leben so wunderbar dahin läuft wie ein Spaziergang auf einer schönen Blumenwiese im Sonnenschein. Aber weißt du, das ist nicht immer der Fall. Gott möchte, dass wir belastbar sind, dass wir kampferprobt sind, dass wir einsetzbar sind für den Bau seines Reiches. Und er möchte manchmal, dass wir feuererprobt sind. Manchmal lässt dir in deinem Leben zu, dass du durchs Feuer gehen musst. Dass du durchs Feuer hindurchgehen musst. Und weißt du was? Er ist genau an deiner Seite und geht mit dir da hindurch. Denn er möchte, dass du feuererprobt bist, feuerfest bist, fireproof. Er möchte in deinem Leben sich verherrlichen, durchs Feuer hindurch. Um zu erläutern, was ich damit eigentlich meine, möchte ich dir die bekannte Geschichte von den drei Männern im Feuerofen in Erinnerung rufen. Diese drei Männer waren Beamte am Hof des Königs und sie hatten sich nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Sie haben alles richtig gemacht. Aber als es darum ging, ein Götzenbild anzubeten, haben sie sich geweigert. Sie waren dazu nicht bereit. Sie sind im Glauben standhaft geblieben, sie haben auf den Herrn geschaut, sie haben auf ihn vertraut, sie haben gesagt, ich beuge meine Knie nicht vor einem Götzenbild. Absolut Gott wohlgefällig, absolut perfekt. Das Ergebnis war, dass man sie ins Feuer geworfen hat. Hast du mal darüber nachgedacht, es wäre Gott ein leichtes gewesen, sie vor dem Feuer zu bewahren? Er hätte sie irgendwo gar nicht erst da erscheinen lassen müssen. Man hätte sie übersehen können, man hätte Gnade mit ihnen haben können oder sonst was. Nein, sie haben diese Position eingenommen. Jedermann hat gesehen, die machen nicht mit bei diesem Götzenanbeten. Jedermann hat es gesehen und man hat gesagt, die drei Leute, die müssen zur Strafe verbrannt werden. Und Gott hat sie nicht vor dem Feuer bewahrt, was ihm ein leichtes gewesen wäre, sondern sie wurden ins Feuer geworfen und man hat sie vorher gefesselt. Man hat sie gefesselt und dann ins Feuer geworfen. Und jetzt hör einmal, was die Bibel berichtet. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohns. Interessant. Der König hat sich das angeschaut und er hat genau gesehen, das läuft hier anders, als ich es erwartet habe. Die werden nicht verbrannt, sondern Gott sendet einen Engel und er geht mitten durch ihn ins Feuer hindurch. Weißt du, was das Einzige war, was verbrannte? Die Fesseln, denn sie konnten frei umhergehen, obwohl sie gebunden da hineingeworfen worden waren. Die Fesseln verbrannten im Feuer. Ansonsten war gar nichts an ihnen, was sie in irgendeiner Weise vom Feuer geschädigt hätte. Das heißt, dass noch nicht einmal der Geruch von dem Feuer an ihnen haftete. Da heißt es kurz darauf weiter, und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs und sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt, ihre Mäntel waren nicht verändert, nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Interessant, nicht wahr? Gott hat sie nicht vor dem Feuer bewahrt, aber er war mit ihnen durch das Feuer hindurch und hat sich dadurch verherrlicht. Und das will er auch durch dich tun. Wenn du durch eine Phase des Feuers gehst in deinem Leben und du weißt am besten, was ich damit meine, Bedrängnis, Not, Schwierigkeiten, Herausforderung, dieser, was an dir zerrt, diese Problematik, vielleicht gerade, weil du im Glauben treu gewesen bist, weil du dem Herrn treu gewesen bist, weil du dich nicht vor den Götzen dieser Welt gebeugt hast.
Gerade deshalb kommst du vielleicht in diese Phase des Feuers, aber der Herr ist bei dir. Und ich spreche dir zu, er geht mit dir durch dieses Feuer hindurch und wird sich verherrlichen. Denn weißt du, wie es am Schluss heißt? So dann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Das Ganze hat dazu gedient, dass sie in eine höhere Position kamen, in eine höhere Autorität kamen. Sie wurden befördert. Das ist das, was Gott für dich hat. Wenn du durchs Feuer gehst, will er sich verherrlichen und will dich auf ein neues Level bringen. Er will dich im gewissen Sinne befördern. Das Feuer in deinem Leben hat einen Sinn. Das Feuer hat einen Sinn. Und das Einzige, was verbrennt, sind die Fesseln, mit denen du gebunden bist. Du wirst frei werden und du wirst in etwas völlig Neues hineingehen können, was der Herr für dich hat. Bitte den Herrn nicht, dass er dich vor dieser Phase des Feuers bewahrt, sondern bitte ihn, dass er mit dir hindurchgeht und dass seinem Namen Lob und Ehre gegeben wird. Ich bin gewiss, der Herr hat viel mehr für dich.